Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück in der Welt von Crash Landing. So, ich habe wieder was vorbereitet, bin auch fleißig am Rumbauen. Und natürlich funktioniert der Fruit Picker nicht mit dem Zeug hier. Sondern er funktioniert nur hier mit den Bäumen da drüben. Habe ich auch ein bisschen rumexperimentiert. Ja. Dem ist so. Und darum werden wir den jetzt bauen auf die Schnelle. Ah, genau, da waren wir näher. Ach, oh, Göttchen. Ach ja, ich habe, wie gesagt, da was vorbereitet. Den werden wir jetzt da drauf setzen. Zack, zack, zack. Das werden wir brauchen. Das werden wir brauchen. So. Der kriegt hier ein dezentes Upgrade. Und natürlich brauchen wir Item Ducts. Denn ohne die funktioniert das nicht. Packen wir uns gleich mal alle rein. Das werden wir eh brauchen. Liquid Duct brauchen wir keins. Gut. Und ja. So, wenn ihr diesen Fruit Picker installiert, es kann mitunter bis zu einer Minute dauern, bis er Gas gibt und mal erntet. Also keine Angst. Und wir haben jetzt gerade gesehen, im Augenwinkel, dort hat er einen Apfel gepflückt. Oder fünf sogar. Und jetzt müssen wir sie nur noch sachgerecht darüber bringen. Also nicht immer irgendwo in der Pampa liegen. So, und da ich immer noch ein Problem habe mit den Servos, machen wir das jetzt noch mit dem. Und jetzt werden wir mal experimentierweise diesen hier. Und schauen wir mal, was passiert. Weil irgendwie grabbelt der da jetzt ein riesengroßes Areal ab. Und es kann immer ein bisschen dauern, bis der wieder an der Stelle ist, wo diese zwei reifen Äpfel jetzt hängen. Deswegen keine Panik, irgendwann wird er sie ernten. Als Beweis, da sind jetzt keine drin. Ich lege jetzt mal die hier rein. Fünf Stück sind drin und dann werden wir das Ganze mal beobachten. Und da wird uns das schon... Oh, jetzt hat er sie geerntet. Und es sind sieben Stück drin. Wunderbar, das funktioniert. Der Fruit Picker, der kann da jetzt eine Armada von Äpfel ernten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Naja, genau. Die Quest dürfte inzwischen auch wieder fertig sein. Die habe ich nämlich. Ja, genau. Ich brauche noch sieben Fleisch und ein Nugget. Nugget haben wir hier. 6, 7. Schauen wir mal, ob wir das noch hinkriegen, bevor die Nacht hereinbricht. Er hat sie alle genommen. Zack, du bist auch drin. Und, jawohl, Claim Reward, wir haben wieder ein Schweinchen mehr zur Verfügung. Ach, ist das schön. Das gehen wir jetzt nach dem Schlafen checken, ob der mir wieder die Leitung weggesprengt hat. Aber erstmal gehe ich wieder und das Bett schlafen. Und das Schwein packen wir auch gleich erstmal weg. Das will ich jetzt noch nicht rauspressen. So. Ist der los da drüben? Ne, passt alles gut. Dann habe ich hier ein bisschen umgebaut. Und zwar folgendes. Ich will das jetzt hier automatisieren mit meinem Dingensbummens. Jetzt muss ich nur überlegen, wie ich das mache. Gut, dazu packe ich jetzt alle Geräte, also mit meinem Pulverizer. Ich muss quasi die Lava produzieren. Das muss ich jetzt alles irgendwie umbauen. Aber das sollte jetzt nicht so kompliziert sein. Vielleicht hätte ich auch einen Servo gebraucht, weiß ich noch nicht. So, ich habe folgendes Problem. Er soll mir da nur den Gravel weiterschicken. Das heißt, nach hinten muss er was anderes machen.
Es soll aber auch gleichzeitig von unten oder von vorne bestückt werden. Ich probiere mal aus, wie die sich verhält mit einem Barrel. Ich habe leider keine mehr. Ich glaube, das brauche ich dazu. Schauen wir mal schnell. Ich vergesse diese Rezepte immer wieder. Aber ich glaube, ich brauche da richtiges Holz dafür. Genau. So, und soweit mir bekannt ist, geht es glaube ich nicht mit dem Rubber Tree, oder? Den ich eh nicht hier habe. Hatte ich da nicht einen ganzen Stick hier? Achso, den habe ich zur Holzkohle verrüstet, aber vielleicht steckt da noch was drin. Wir sind noch nicht durchgebrannt. Doch, alles durchgebrannt. Dann holen wir uns doch mal hier ein paar Schlingel raus. Bin mir ziemlich sicher, dass das nicht mit denen geht, deswegen nehme ich auch gleich mal ein anderes Ding mit, aber ich kann ja immer eines Besseren belehrt werden. So. Geht natürlich nicht. So. Rubber Tree wieder weg. Dann wird aus euch wieder. Holzkohle gemacht. Und dafür seid ihr wenigstens geeignet. Und tschüss. Da habe ich jetzt alles, was ich brauche. Vorsichtshalber nehme ich ein Servo mit. Aber das sollte jetzt soweit alles passen. Gut. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ich möchte, dass der Sand da reinkommt. Manchmal funktioniert es nicht, dass es direkt reinpackt. Das heißt, nach oben gelb passt. Nach hinten brauche ich rot. So, und da brauche ich nichts. Und da wird er gespeist, unten brauche ich auch nichts. So. Es kann sein, dass ich da komplett daneben liegt, dass das alles nicht funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Das werde ich jetzt aber gleich wissen. So. Die Musik ist jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen laut. So, da soll das reinkommen. Dann möchte ich da ein Loch haben, da ein Loch haben, da was haben. Ja, ich bin jetzt wieder in Gedanken versunken. Ich hoffe, das wird mir verziehen. Oh, das war jetzt Blödsinn. So. So. Gut. Oh. Bleib mal hier. Die Transfer-Node kommt daher. Und die soll. Ach Gott. Die soll. Das wird noch nicht reichen, oder? Crucible, bist du leer? Ja, mehr oder weniger. Du bist leer, verschwindet hier mal da. Die Crucible. Ich brauche auch Stein. Das heißt, das werden wir gleich probieren, ob das funktioniert. Ich muss jetzt erstmal meine Lava und mein Wasser wiederholen. Und ich musste nur eins bedenken. Dass ich mein Obsidian auch noch herstellen kann. Das heißt, da drüben kann Wasser rein, hier sollte dann die Lava rein und da sollte dann auch das da rein. Okay, schauen wir mal. Lava, Crucible. Crucible, die Verbindung kann gekappt werden. Gut, dann kommt da Wasser rein und die Steine wandern. Und der füllt schon auf. Sehr gut.
Dann soll das auch Stein werden. Und da soll das Barel hin. Dieses Barel, aber da werden wir vorher noch alles abklöppeln, was wir hier haben. Ein Barel kommt zu mir. Haben wir. Und das kann aber nur von oben bestückt werden. So. Füllt wieder auf. Da ist doch ein Stein gerade rausgegangen, oder? Wo ist denn der hin? Egal. Auf jeden Fall, der hat noch keine Energie. Ah, aber ich bin ja ein schlaues Kerlchen. Ich habe da ja schon. Was vorbereitet. Ich kann es nicht oft genug sagen. So, das wird nicht reichen. Das reicht bei weitem nicht. Und aus. Gut, da brauche ich sicher wieder dieses hier. Ja, haben wir. Dann brauche ich da sicher Glas. Ich hoffe, ich habe doch Glas. Alles andere wäre ärgerlich. Und ich brauche Blei. Ah! Ich weiß, das bräuchte ich zwar später wieder für mein anderes Projekt, aber wenn ich Glück habe, reicht es hier. Wo sind sie denn da? Wenn ich Glück habe, reicht das. Habe ich Glück, ich habe Glück. So. Die Energie wächst. Ich frage mich, was ihr da reintun könnte eigentlich. Wieso zieht der da jetzt nicht rein? Muss ich das... Ach so, das wird so nicht gehen. Ist klar. Ach nö. Ach nö. Was passiert denn, wenn ich da jetzt... Das probieren wir mal. Wenn ich da jetzt eine schöne Fickel dran setze. Geht es jetzt... ja. Du beeinflusst mir da jetzt eh nichts, oder? Ich glaube, der beeinflusst bei mir. Das ist doof, der beeinflusst mir das da. Das Ding jetzt schon nicht mehr. Doch, funktioniert wieder. Ja, hilft nichts. Muss ich den sauren Apfel beißen. Ignore. So, testen wir mal. Ja, wird wieder voll. Gut, jetzt scheint es zu funktionieren. Wunderbar. Da wollte ich jetzt eigentlich die Kohle nicht aufsammeln. Aber genau, ihr wollt noch schauen, ob der das Sand da auch reinpresst. Müssen wir nur wissen, ob da irgendwo noch Sand kommt. Also er hat da nur Dings drin. Ach Gott, jetzt muss ich schnell schlafen gehen.
allerlei Gewürm und Gezücht unterwegs. Ach ja, genau, einen Tee habe ich mir auch gebrutzelt. Prost. Ah, ich bin ein schlürfender Trinker. Man möge mir verzeihen. So, jetzt erzähl mir mal, machst du auch irgendwann mal Sand? Und wenn ja... Also er hat da keinen Sand drin. Ich werde das jetzt mal kurz umstellen. Und zwar, dass er nur das erste wegtackert. Ah, Sand hat sich schon... Er hat sich erübrigt. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und round, around, 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 around. Und dann können wir hier das Loch zumachen. Hoppala. So, und dann werden wir mal ein bisschen Wasser tauschen hier. Ach, das ist so angenehm, wenn man da zwei hat. Dann hat man nur einmal das lästige Halbtier geblieben. So. Genial. Gut, das war der erste Streich, das war der zweite Streich. Dann kann ich jetzt nämlich die Smeltery auch umbauen. Ha, sehr schön. Genau, das muss ich auch noch umbauen. Die Löcher werden geschlossen. Ja, das ist noch irgendwie suboptimal. Ich glaube, da muss ich eine Wand davor ziehen, dass mir das da nicht immer rausschlappt. So. Ja, du kleiner lästiger Hund da unten. So, das Ding läuft. So, dann will ich da nur das gleiche machen. Auch wenn ihr so, ne, da wollt ihr jetzt nicht runterkommen. Stein schon, komm mal her. Wie intelligent. So. Wenn ich da jetzt... Wie ist denn das? Oben Wasser, unten Eimer. So. Passt. Ja, man möge mir verzeihen. So, und da kommt jetzt das Wasser drüber. Und dann haben wir das nämlich auch wieder fertig. Test. Easy. Passt. Auch erledigt. Wie es weitergeht, das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge von Crash Landing. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben, Tipps und Tricks wie immer in die Kommentare und ehrlich gemeinte Abos sind bei mir auch gern gesehen. In diesem Sinne einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht. Haut da rein. Tschüssili.